Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist der Face wieder mit einem nagelneuen Let's Play zu The Medium. Ich fasse mich ganz kurz, ich will direkt loslegen. Ich hoffe, ihr habt euch gemütlich gemacht. Ich hoffe, euer Kaffee, euer Tee ist ready. Ich weiß nicht, ob ihr im Bett liegt. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Couch sitzt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht sogar auf der Toilette seid und mit dem Handy schaut. Aber egal, wie ihr es macht, genießt es einfach. Viel Spaß mit der Folge. Wir beginnen jetzt. The Medium. Schmetterlinge. Das Spiel steht auf Schmetterlinge. Und Trauer hat auch einen Schmetterling, tätowiert sogar, glaube ich. War das Trauer? Ich glaube schon. So, Richard haben wir von den Dämonen befreit. Was ich übrigens sehr, sehr komisch fand. Am Anfang klang er so bedrohlich. Er hat mich gefesselt. Und er hat so einen aggressiven Eindruck gemacht. Und dann so plötzlich, so nach 3 Minuten, voller Soundeffekte, voller Angst, Gruselatmosphäre. Ja, ich lasse dich mal los, so nach dem Motto: befreie mich, töte mich und Dankeschön. Bist ein tolles Mädchen. War eine chillige Runde mit dir. Ciao, mach's gut, wir sehen uns. Also kam mir das vor, auf jeden Fall. Okay. So wie so ein Labyrinth aufgebaut. Also, was heißt Labyrinth? Ich meine, ist ja so eine freie Fläche. Es hört nicht auf. Was denn? Hallo, mein Sonnenschein, bin hart am Arbeiten, wie immer. Mr. Rekowitz sagt, es werden keine weiteren Gäste kommen, aber das ist schon in Ordnung. Ich hoffe, ich spreche die ganzen polnischen Namen richtig aus. Ich spiele ja alles in Polen. Und das merkt man ja auch an den Namen. No, don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued. Like if someone lit a match. Was heißt gedämpft auf Englisch? Subdued. Was ist das für Bilder hier? 997, 98, 99. Die ganzen Notfallnummern. Ich glaube, ich habe das mal in einem Resident Evil Village Let's Play gesagt. Ich will jetzt nicht lügen. Aber ich meine, dass ich da schon gesagt hatte, dass in jedem Horrorspiel oder in jedem Horrorfilm, aber mehr so in Spielen, immer Raben existieren müssen. Das ist so das Markenzeichen von Horrorspielen oder die Symbolik. Immer Raben. Es muss immer ein Wald sein. Am besten ein Wald ohne Blättern, also dass die ganzen Bäume schon so halb tot sind, ohne Blätter, dass man nur noch die Äste sieht. Vieles kaputt ist. Eine düstere Atmosphäre. Okay, das ist ja für Horrorfilme ziemlich logisch oder Horrorspiele, düstere Atmosphäre. Aber immer so Wald und Raben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich glaube, ich habe das bei Resident Evil Village schon gesagt. Und dann gibt es auch immer einen Raben, der so einen Jumpscare verursacht, indem er irgendwie so auf einmal so wegfliegt und dann diese Flügelgeräusche so richtig laut sind. Der hatte, glaube ich, Schalldämpferflügel. Bei dem hat man jetzt gar nichts gehört. Oder er dachte sich so: Nee, 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 fuck you. Ich bediene jetzt mich nicht beim Klischee. Reclaiming History. Ein Stück Geschichte. Eine Festung von großer historischer Bedeutung aus dem späten 19. Jahrhundert wird demnächst renoviert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die Arbeiten werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen und bis 1983 dauern. Alles klar.
Meine Nase ist irgendwie verstopft, merke ich gerade. Jetzt würde mich das eigentlich nicht wundern, wenn die auf einmal so irgendetwas so abrupt auftaucht. Aber irgendwie. Doch, da ist doch was. Okay. Keine Ahnung. Armes Ding, mein Liebling. Themenweg. Okay. Wir haben jetzt auch erstmal nur einen Weg. Naturpark Niwa. Der Naturpark Niwa wurde durch die Großzügigkeit der Regierung der Volksrepublik Polen gegründet. Okay. Also man merkt, es ist definitiv ein Naturpark. It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? Wer weiß. Ausstellung seltener Bäume, Landschaftswanderweg. Ausstellung seltener Bäume. Dann gehen wir erstmal da lang. Ich will halt noch nicht direkt den richtigen Weg nehmen. Also richtig im Sinne von Progress für die Story. Ah, ich glaube, ich habe aber jetzt den Story-Weg genommen. Immer schwieriger. So, habe ich das schon gelesen oder nicht? Nee, habe ich nicht. Rechts und links führt er dann theoretisch zum selben Weg. Ist er sozusagen wie so ein Oval aufgebaut und am Ende trifft man sich wieder auf demselben Weg, theoretisch. Jetzt fühle ich mich aber so ein bisschen verarscht. Boah, ist mir zu ruhig, Leute. Es ist mir zu ruhig. Okay. Da ist auf die Brücke so ein Baumstamm draufgefallen. Another one. Ugh. It looks like it rotted from the inside. Ugh. Oh mein Gott. Ah. Scheiß Gewitter. Man ist immer so angespannt, so konzentriert, da reichen die kleinsten Geräusche bei solchen Horrorspielen, dass man sich erschreckt. Was man so vielleicht im Alltag gar nicht wahrnehmen würde, ist bei Horrorspielen, Horrorfilmen umso gruseliger, weil man dann eh schon so angespannt zuguckt und jedes kleinste Geräusch schon entscheidend ist, dass man sich erschreckt. These animals, they look used up. Like something sucked the life out of them. Ja, sieht so aus.
Oh. Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Ey. You scared the shit out of me, little buddy. Ein Schuh? What you got there? Oh, hey! Wait! Hat mir wenigstens einen Schuh gebracht, das ist ja schon mal lieb. Ein Hund bringt mir einen Schuh. Aber sind dann wahrscheinlich trotzdem keine Doc Martens. Nein. Komm, einfach spielen. So, there I was, following my new best friend. Hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Okay. Boah, der macht aber gerade ein bisschen Druck, ey. Ja, komm, Baba. Natürlich auch nichts verpassen. What is it, boy? Shaving tools, towels, grease? Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Ah, oh, let's see what we got here. Yummy. Hundefutter. Yummy, yummy, yummy. Ja, du kriegst sofort. Lass mir erstmal hier ein bisschen gucken. Hold on, boy. Guck mal, hier geht's so weiter. Ich bin jetzt so schnell gerannt. Oh, it's just clothes. Left out to dry in the middle of the woods. Okay. Right. Hier gibt es jetzt erstmal nichts, glaube ich. Nee. Komm, ich gebe dir dein Futter. Kann ich jetzt nicht sein Futter irgendwie geben? Snack. X. Nee. Rotieren. Kombinieren. Ja, womit soll ich das kombinieren? So, aber ich gehe dann nicht weiter. Ich bin dem Hund leider sofort hinterhergerannt, weil er echt so ein bisschen Druck gemacht hat. Ich wollte nämlich noch gucken, ob man hier noch was findet. Weil ich meine, es ist ein großer Wald. Ist ein bisschen weitläufiger, das Gebiet. Und der Hund muss jetzt ein bisschen gedulden. Ich beeile mich auch. Man kann ja auch ein bisschen schneller rennen. Hier mal so abseits gucken. Was man hier so findet. Aber das sieht man halt nicht immer auf dem ersten Blick, wegen der Kameraperspektive. Okay, hier komme ich her. Gucken wir uns mal noch hier in der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Nee. Nur, wie kann ich ihm jetzt sein Futter geben? Anyone in there? What's wrong, boy? Uh-huh. Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Francis. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead because of me. And I'm still here. I should.
shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be. I can see you. Was passiert jetzt? Also Marianne ist noch echt mutig. Nein, geh nicht dahin. Of course. What else did you expect, Marianne? Hä, was denn? Oh. Oh. Ja. He looks drained. Rotted out from within. Just like those animals I saw earlier. I think that's him. After they closed down the resort. Mitarbeiterfoto. Did he just stay behind? For Francis. Was he your friend? Bedauern. Ich wollte nur, dass sie die Sonne sieht. Es tut mir so leid, Francis. Stimmt, da hatte ich vorher mal F-Punkt gesagt. Ich glaube, es war Francis, ne? Easy boy. What is it? Wie kann ich ihn denn füttern? Ich habe doch Snacks für ihn eingesammelt. Ja, hau schon ab, ehrlich. Schlund! Nein, das ist der komische Dämon. Monster. Alter, wie das aussieht! Yo! Boah! Boah, Gänsehaut, wie geil das aussieht! Es ist so krass, Leute! Boah, es ist hinter mir... Boah. Es ist gerade so intensiv. Alter. Don't leave me here. Das war mit Abstand die krasseste Szene im gesamten Spiel. Bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt war das mit Abstand die krasseste Szene. Also die, das war eigentlich nur ein stumpfes Rennen, aber diese Effekte, vor allem das erste Mal, wo es von dieser normalen Welt in diese Geisterwelt geswitcht hat, das war gerade so intensiv für mich, das sah so geil aus von den Effekten her. Du bist eh schon am Rennen, bist voller Adrenalin. Boah, das sah so heftig aus. Boah, krass. Mega. Ich bin fasziniert gerade. Ehrlich. Ich klinge gerade wie so ein heftiger Fanboy, aber Leute, das ist, wenn man das so selbst spielt mit Headset und man ist sowieso voll aufgeregt, angespannt. Das haben die heftig gemacht.
Das haben die wirklich heftig gemacht. Boah, geil. Das hat mich richtig angebockt. Entkomme dem Monster, habe ich geschafft. Leute, 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 ey. Boah, Daumen hoch, ey. Übrigens könnt auch bei mir einen Daumen hoch da lassen. Kostet nichts. Vor allem muss ich auch sagen, das Spiel spielt sich zu, grob gesagt, 70% eher ruhig. Es ist alles so langsam und so chillig. Ne? So, es hat halt alles so, ist schon da, die düstere Atmosphäre, aber es hat kaum Action, es ist so langsam. Umso mehr freut mich das dann, wenn mal zwischendurch halt dieses Lauf weg von dem Dämon oder sonst was kommt. Und das eben, das hatte ich jetzt bei dem Spiel noch gar nicht gehabt. Das war, da war Tempo drin, da war einfach alles drin. Das hat echt gepasst. Hier schon mal gar nichts. Ich glaube, der Dämon wird noch mal kommen. What? Jack? Who's there? Trotzdem noch chillig rübergehen. Also Mariana hat Eier aus Stahl. Muss man ihr schon lassen. This isn't real. It can't be. Jack? Doss. Mir ist gerade bewusst, die eine hieß Rose, der heißt Jack. Krass, da hat sich jemand eine Tommy Hilfiger Krawatte gegönnt. Ah, Moment, ich glaube, okay, sind schon mal die Fußspuren, aber mit Einblick vielleicht irgendwas? Darf ich nicht vergessen, weil zwischendurch kann man mit Einblick natürlich mehr entdecken. Dieser Ort ist es so kalt, so dunkel. Es wird wieder gruselig. Ich möchte das eigentlich jetzt hier nicht mitmachen. Im echten Leben wäre das genauso, wenn es überhaupt so weit kommen würde, dass man so tief hier reingeht, obwohl man Stimmen hört. Man geht hier hin, man guckt nach unten. Nö, ciao. Man geht wieder nach Hause. Where have you sent me? I hope to pass on. Oh Leute, nicht diese engen Gänge, bitte.
It's all your fault. Jack? It's too late, Marianne. It's all over. It all ends. In me! Oh, oh my God. Oh mein Gott. Boah, die Kamera wackelt. Viereck? Ich tue doch Viereck. Ich kann nichts machen. Oh, das klappt mit dem Drücken nicht immer so gut. Der erkennt das nicht sofort. Boah, das war gerade echt ärgerlich. Okay. Was ist das hier? A generator. Wonder if it still works. Probieren wir mal aus. I think it's out of gas. Ja, natürlich war das klar, damit wir als Spieler was zu tun haben. Erstmal nichts. I think there's a lever missing. Okay, hier fehlt auch noch was. Überall fleißig detailliert erkunden, bevor wir wieder irgendetwas verpassen und dann hier rumstruggeln. Kann ich das hier rein? Wahrscheinlich nicht. Nee. Alter Benzinkanister, okay. War echt laut. Oh Gott, wer ist da wieder? Jack, ne? Schlund. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, bitte lass mich in Ruhe. Oh, ich würde das Holz brechen. It's in me.
Das passiert immer so auf einmal, ne? Dieses, wenn irgendwas triggert und auf einmal ist er vor mir und ich laufe ihn in die Arme. Ah, ohne große Vorankündigung. Ohne irgendwie sich noch irgendwie wehren zu können. Ja, halt nochmal meine Luft an. Wo ist der denn nochmal? Da. Hau ab. Oh, ich mag das hier gar nicht. Ah. Weiter, 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 wo muss ich hin? Oh mein Gott, wuh! Weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott, Alter. Hasse ich diese Stellen mit dem Schlund, ey. Muss ich immer noch meinen Atem anhalten? Ja, der wird jetzt irgendwie mich wieder verfolgen. Luft anhalten. Kommt der? Daddy, how do you sleep the back? I'm coming to you. At least this could come in handy. Okay, ich könnte zum Generator. Okay. Okay. I'm almost back at the generator. Ah, dieser Bolzenschneider, ne? Aber hat sich die lange Mission rund um den Bolzenschneider echt gelohnt? Also oft, wie ich ihn einsetzen muss. Zumindest hat sich das dann gelohnt. So. Was brauche ich jetzt hier? Benzin. Okay. Okay, angemacht. Was ist hier? Okay. Werde das Monster los. Muss ja wirklich meine Luft anhalten. Wo ist der? Du denn da? Keine bösen Wörter. Ich glaube eher nicht, dass es vorbei ist. Ich glaube eher nicht.
Moment, das war hier. Okay, nichts. Oder? Okay. What is that? Sounds like... Ah, wieder so eine Geschichte. Wieder so eine Geschichte. Trauer. Sadness. Ich habe dich auch vermisst. Sadness, is that you? Oh. Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness. I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Lily. Also ihr hat das Richard angetan? Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty. But so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. They Die sieht so zerbrechlich aus, ich würde sie jetzt nicht schaukeln. It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends. This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Setz ihre Maske. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could see. Schade. Hat sie gar nicht ihr Gesicht gesehen. No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? Bitte keine Monster mehr. Ey, mach mir doch keine Angst, Trauer, schimmer. When it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away. So we can both leave. Now that you remember who you are, I can help. No, Marianne. It's not just about me. Sondern? You have to remember the dream, the fire, the red house. Was ist mit dem roten Haus? Red house. You were there, Marianne. With me. You were always with me.
Leute, was geht ab? Was geht ab, Leute? Lily? Du warst immer mit mir dort, im roten Haus. Shit. Okay. Just when I thought I could finally send her away. Finde einen Weg durch die Ruinen, haben wir gemacht. Jetzt das rote Haus dran. Thomas wird noch da sein. Es wird spannend, Leute. Es wird immer besser. Ja, geil. Das rote Haus besuchen wir dann aber in der nächsten Folge. Viel gibt's nicht zu sagen. Bin immer noch krass gehypt vom Game. Bockt mich an. Will mehr wissen. Interessant. Ich lasse jetzt erstmal so dezent abklingen, die Folge. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Moment. Also aktiviert die Glocke, aber Moment. Ich würde eine Sache noch gucken. Mich nervt nämlich, dass wenn man Sachen anguckt, dass man, wenn man den Controller bewegt, dass die Kamera dann mitgeht. Das nervt mich, weil das kann man auch mit dem Analogstick machen. Nervt mich irgendwie. Luft anhalten Modus, Laufmodus, automatischer Eventabschluss, Text, Anzeige, Ton, Steuerung, Belegung, verbesserte Bedienelemente. Was sind denn? Adaptive Trigger brauche ich. Bewegungssensor, Funktion in der Ego-Kamera-Ansicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Das wollte ich wissen. Jo, das wollte ich noch machen. Okay, so nochmal. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.